Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Traders Podcast. Wir schauen uns heute den DAX mal an. Ja, heute ist ja ein wichtiger Tag in Europa, denn heute tagt die EZB und die Bank of England. Notenbanksitzungen sind in der Regel ja mit einer gewissen Volatilität verbunden. Ich glaube allerdings, dass heute nicht so schlimm werden wird, weil beide Notenbanken erst aus dem Urlaub zurückkommen und zweitens im Prinzip ist relativ klar ist, dass die Zinsen nicht gesenkt werden. Ja, das ist eigentlich sicher. Und auf der anderen Seite die Wirtschaft eigentlich anzieht, sowohl in Europa als auch in Großbritannien. Also man wird so ein kleines bisschen versuchen, den Spagat zwischen man tut nichts, aber die Wirtschaft verbessert sich, weil eigentlich müsste man bei der anziehenden Wirtschaft was tun. Also insofern glaube ich nicht, dass man jetzt so viel zu erwarten hat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Event, was die Märkte immer wieder mit Spannung erwarten. Und das drückt sich in der Regel aus. Mit Tagen, die sehr unentschlossen enden. Man sieht es zum Beispiel an dem gestrigen Tag. Wir hatten gestern eigentlich wieder einen sehr volatilen Verlauf. Der DAX ist auf 8.100 getaucht, nur um sich dann wieder auf 8.200 zu erholen. Und man hat dann letztlich einen Tag, der eigentlich dort geendet ist, wo er auch begonnen hat, nämlich ja, im Bereich 8.190 in der Ecke. Und man sieht dieses Bild, dass wir hier diese übergeordnete Handelsspanne haben bei 8.230. Die scheint nach wie vor die Linie im Sand zu sein, eine wichtige Zone, die wir hier nach unten verlassen haben. Aber so wirklich eine Etage tiefer will es dann auch nicht, sodass wir jetzt die nächste Handelsspanne ausbilden im Bereich 8.100 und 8.200 Punkte. Ist ein relativ, wenn man jetzt DAX handelt, schwierig zu handeln, weil man eigentlich nur an einem einzigen Tage hätte im Markt sein müssen oder ja, eigentlich nur an dem Tag, weil da an dem und an dem Tag, das war eigentlich dann, das waren die entscheidenden Tage. Alles andere ist halt hin und her gedattelt. Also das ist ein schwieriger Markt für DAX-Trader. Diese gelben Zonen, die Sie hier sehen, das sind sogenannte Blow-off-Days. Und diese Blow-off-Days, das sind Tage, die von der Volatilität sich sehr stark verengen. Das sieht man hier unten im Indikator. Wenn der Indikator hier unten ist, unter dieser gestrichelten Linie, unter einem Wert von 20, dann haben wir so einen Blow-off-Tag. Und wenn man jetzt mal sich anschaut, was nach dieser gelben Zone gekommen ist, in den meisten Fällen, wie zum Beispiel hier, da gab es einen High Range Day. Ein High Range Day ist ein Tag mit einer hohen Handelsspanne, also sprich mit einer Ausdehnung der Volatilität konnte man da rechnen. Hier hatte man 2 Tage, dann ging es nach oben. Hier hatte man einen Tag, dann ging es auch nach oben. Hier hatte man einen Tag, da ging es kräftig nach unten. Hier wieder einen Tag, da ging es auch kräftig nach unten. Jetzt haben wir auch wieder so einen Tag, sodass man halt für heute so eine Art Wohler-Ausdehnung erwarten können. Da schauen Sie mal hier, auch hier kräftig ging es dann nach oben und dann ging es wieder massiv nach unten. Oder hier ging es auch 100 Punkte, hier auch wieder 100 Punkte zum Tief. Also man kann mit diesen Blow-off-Tagen zwar jetzt nicht eine Richtung prognostizieren, aber man kann sehr wohl die Vola prognostizieren. Und sicherlich meine ich, dass so ein bisschen Volatilität reinkommen wird mit den Notenbanken in die Aktienmärkte. In Amerika haben wir ein ähnliches Muster gemacht. Und insofern ist es heute sicherlich ein spannender Tag, was den DAX anbelangt. Es gilt, wie gesagt, nach wie vor, es geht nach wie vor um die Handelsspannen. Hier oben Rückkehr in diesen Bereich 8,2, 8,230 und hier unten dann Verlassen der Handelsspanne 8,1. Sie sehen auch hier bei 8,130 nicht diese horizontale Linie, da liegt noch also die Oberkante dieser Kurslücke hier, dieses Gaps, das sehen Sie hier, wo ich jetzt gerade bin. Und die Unterkante würde jetzt verlaufen, nicht ungefähr bei 8.080 Punkte, wenn ich da, ja, wenn ich das richtig sehe. Also, das ist einfach so eine Zone, in der der Markt jetzt handelt. Und erst dann, wenn die Zone verlassen ist, lässt sich eigentlich eine, ja, realistische und eine prognostisch etwas validere Richtungseinschätzung geben. Also im Moment ist das ein sehr, sehr schwieriger Markt für Trader. Durchaus möglich, allerdings muss man wirklich schnell rein und schnell wieder raus. Und Sie sehen hier, dass der Markt durchaus für heute so ein Blow-off-Pattern eigentlich vorbereitet, so einen starken Kursanstieg oder einen starken Kursrückgang vorbereitet, nach dem Muster vielleicht von dem Tag hier oder dem Tag hier. Aber es muss keinesfalls nach unten gehen, es muss es nicht, es kann auch nach oben gehen. Wir sind heute im DAX gestartet, wenn ich hier mal ganz kurz auf den DAX Future umschalte. Höher mit 8.219 Punkten und schauen wir mal, was jetzt der Tag so bringt. Für mich, wie gesagt, sind die entscheidenden Marken hier oben
der Bereich um 8.230 für die Oberseite. Wenn wir den knacken, dann glaube ich, dass wir auch 8.350 ansteuern können. Ja, das ist so heute die Einschätzung für den DAX. Ansonsten, wie gesagt, um 14 Uhr, 14.30 Uhr mit anschließender Pressekonferenz dann einfach auf die Notenbank so ein bisschen einstellen. Ansonsten heute die USA dann wieder, die meines Erachtens sehr kurzfristig übergekauft sind, aber auf Sicht der nächsten paar Tage eigentlich ein ganz gutes Bild machen. Okay, das war's für heute, fürs Erste. Wir hören und sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, alles Gute, ihr Heiko Seibel.